Wir wollen einen Punkt mindestens holen in Salzburg. Und das ist unser Ziel. Und wie wir das erreichen, haben wir uns im Training jetzt erarbeitet, inklusive heute noch. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Wir müssen selber schauen, dass wir unsere Punkte holen. Und ich glaube, das allein ist genug Motivation für uns, dort genauso eine Leistung wie gegen WRC daheim zu liefern. Und nur da, also jetzt der Party Crasher zu sein für Salzburg, denke ich, ist für uns jetzt sekundär. Und wir schauen, dass wir unsere Punkte machen und alles andere sollten wir ja hinten anreihen. Unheimlich wichtig, das letzte Wochenende natürlich, insbesondere nach den Resultaten auch, die sonst in der Liga gewesen sind. Aber wir wissen alle zusammen auch, dass wir uns darauf wohl nicht zu viel einbilden können und auch nicht wollen. Wir kennen unsere Lage sehr genau. Wir wissen auch, wie es nach dem Spiel in Salzburg wieder aussehen kann. Und wir wissen, dass wir vor schwierigen und immer noch sehr, sehr wichtigen Wochen stehen. Für Salzburg ist es so, dass wir wissen, dass es ein schweres Los ist dort. Es ist eine aggressive, eine schnelle Mannschaft, die auch Fußball spielen können und die unbedingt gewinnen wollen, weil sie Meister werden wollen. Ich sage mal, sie sind sowieso schon Fixmeister. Ich hoffe nicht, dass es diese Woche soweit ist. Vielleicht können wir es auf eine Woche verschieben. Das wird unser Ziel sein und das kleine Plus für uns wird sein, dass wir dieses Mal nicht als Favorit dorthin gehen. Und vielleicht können wir das, kann der eine oder andere Spieler das im Kopf mitnehmen und sagen, okay, wir haben dort nicht allzu viel zum Verlieren und können dort etwas lockerer, unter Anführungszeichen, drauf losspielen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Wir erwarten Salzburg eigentlich wie immer sehr spielstark, pressingstark. Ja, wir wollen unseren Stempel dem Spiel aufdrücken. Wir haben einen Spielplan ausgearbeitet, wie wir das Spiel gegen Salzburg bestreiten wollen. Ich denke, wir gehen da sehr gut vorbereitet in dieses Spiel und ja, wollen aus Salzburg auf jeden Fall Punkte mitnehmen und ja, so wie der Trainer eh schon gesagt hat, vielleicht die Meisterfeier um eine Woche zu verschieben. Ja.